Ökonom Andrew McAfee war, glaube ich, der Erste, der argumentiert hat, dass Kapitalismus und technologischer Fortschritt dafür sorgen werden, dass mehr durch weniger entsteht. Ist das ganz falsch? Naja, es passiert nicht von alleine. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dran arbeiten und was tun. Und man sieht das dann an ganz vielen Beispielen. Wir müssen jetzt eine CO2-freie Gesellschaft organisieren. Es passiert nicht von allein, sondern es muss die richtigen Rahmenbedingungen dafür geben. Und so ist das auch mit dem Ressourcenschutz. Der Kapitalismus ist so eine schöne Sache, der technologische Fortschritt. Geht es nicht einfach alleine? Wenn wir uns überlegen, wie weit wir jetzt gekommen sind in den letzten Jahren, ohne digitale Möglichkeiten nutzen zu können, und jetzt nach vorne schauen in Richtung einer CO2-freien Gesellschaft, dann haben wir nicht nur viel Innovation in der Hardware, sondern wir haben auch viel, viel Innovationspotenzial in der Software. Von daher, ich mal völlig losgelöst davon, ob es der kapitalistischen Theorie angehört, ich schaue sehr positiv nach vorne, gerade wenn man sich der digitalen Möglichkeiten bedient. Heißt das dann praktisch, dass wir so Digitalisierung wie ein Turbolader ist? Richtig eingesetzt, kann Digitalisierung uns enorm weiterhelfen. Wir sehen das ja jetzt gerade bei Corona, was für einen Digitalisierungsschub das ermöglicht hat. Viele haben doch gemerkt, okay, ich muss gar nicht immer hin und her reisen. Man kann Absprachen auch in Videokonferenzen machen. Und wenn davon jetzt was bleibt und in den Alltag einzieht, dann haben wir alle was gewonnen. Wie viel sind denn Sie digitaler geworden jetzt in diesen Corona-Zeiten? Naja, ich habe das ganz simpel gemacht. Ich habe gesagt, alles, was ihr mir in Papierakten auf den Tisch legt, ja, das wird ein bisschen dauern, bis ich an meinen Tisch komme und das abarbeiten kann. Alles, was ihr mir elektronisch schickt, das versuche ich am gleichen Tag zu beantworten. Wie viel sind Sie digitaler geworden im letzten Jahr? Ich würde sagen, dass wir im Unternehmen noch mal sehr viel konkreter gesehen haben, was Digitalisierung eigentlich ermöglichen kann. Ja, aber mussten nicht früher immer jemanden hinschicken, der nachgeguckt hat, und heute macht man es von fern? Das muss doch, also würde ich mal so naiv denken. So. Ja, ich glaube, das Verständnis dafür, dass es Alternativen gibt zum Hinschicken, ist noch mal klarer geworden. Aber halt nicht nur für den Endkunden, sondern auch für viele Handwerksbetriebe, die gerade jetzt in der Corona-Pandemie nicht nur viel geleistet haben, wahnsinnig viel geleistet haben, sondern auf der anderen Seite auch da sich zum Teil neu erfunden haben und ihren Betrieb komplett digitalisiert haben. Sie sind aus einem Familienbetrieb, vierte Generation. Sie kennen ja wahrscheinlich noch Ihren Opa, Ihren Uropa. Sie wissen, was da für Kosten aufgelaufen sind. Wie viel verbrauchen Sie jetzt weniger in diesen digitalen Zeiten? Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, und das spürt man, ja, nicht nur in der ökonomischen Dimension, sondern vor allem auch in der ökologischen und sozialen Dimension, dass Nachhaltigkeit in Verbindung mit Digitalisierung einen richtigen Schub erlebt. Ja, und deswegen fangen wir an, nicht nur über die Kostendimension zu sprechen, sondern auch, welchen sozialen Beitrag hat das eigentlich, was wir dort leisten. Und Herr Fissmann, was ich so wichtig finde, ist, jetzt verstehen es deutlich mehr Menschen, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Also wir müssen jetzt die ganzen Weichen richtig stellen, die Infrastruktur in Deutschland modernisieren, bei der Mobilität, bei der Arbeit, beim Heizen, überall CO2 einsparen. Und die Weichenstellungen müssen jetzt kommen. Sie sind Sozialdemokratin? Klar. Er ist, ich sag's mal plakativ, Unternehmer, Kapitalist, Ihr Feind. Wird Ihnen nicht warm ums Herz, wenn Sie ihn so reden hören? Nein, erstmal ist es nicht so, wenn man sich das anguckt, wer wirklich Industriepolitik nach vorne bringt, wer sich darum kümmert, dass es Infrastrukturen gibt. Dann waren das schon immer die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Also insofern können wir da sehr gut miteinander reden. Treten Sie jetzt einmal der SPD? Ja, ich glaube, das auch. Sagen Sie einfach ja. Unterstelle ich, ja. Das ist auch das Verständnis der SPD. Dass man versteht, dass vieles von dem, was wir jetzt investieren müssen, auch erwirtschaftet werden muss. Ja, das heißt, der gemeinsame Nenner ist, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Innovation und Kreativität in Deutschland reifen können. Und ich glaube, da kann man nur dafür sein, völlig unabhängig, welcher Couleur man angehört. Okay, treten Sie jetzt ein, ja oder nein? Ich bin parteilos und ich denke, da wird sich auch zeitnah nichts dran ändern. Ja. Ach Mensch. Es gibt so, um zum Thema zu kommen, Sachen Nachhaltigkeit durch Digitalisierung. Es gibt eine Studie von Accenture, die sagen, dass Digitalisierung könnte bis 2030 jährlich 86 bis 129 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen, wenn wir richtig loslegen würden. Das ist ja relativ viel. Es hängt nur vom Tempo ab. Worauf warten wir? Warum legen wir nicht einfach richtig schnell los? Ich habe es vorangetrieben in meiner Zeit jetzt als Umweltministerin. Ich habe eine Digitalagenda auf den Weg gebracht, wo wir ganz konkret mit Expertinnen oder Experten aus der Praxis Maßnahmen erarbeitet haben, was man genau tun kann. Und übrigens nicht nur für Deutschland, weil ganz viel ist europäisch. Ganz viel auch der
der Gesetze, der Regulierungen sind europäisch. Also müssen wir auch in Europa Digitalisierung voranbringen, damit uns das dann eben gemeinsam klüger macht. Aber trotzdem, wie können wir jetzt sozusagen loslegen? Was braucht es ganz konkret? Lassen Sie, wir haben eine Menge Zuschauer, die sozusagen nicht jetzt unbedingt so richtig drin sind in den ganzen Gesetzen und Verwaltungen und was auch immer. Wie kann es so richtig losgehen mit einem Kickstarter? Was brauchen Sie? Ist, glaube ich, ziemlich simpel. Ja, sagen Sie es mir. Ja, einen Rahmen, in dem man machen kann. Ja. Vielleicht mal Bezug nehmend auf die knapp 150 Millionen Tonnen CO2 oder Treibhausgase, die eingespart werden. Ich kann jetzt nur für das Handwerk und den Gebäude- und Wärmesektor sprechen. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass man im Schnitt mit einer digital gesteuerten Heizung 10-15% des Energieverbrauchs einsparen kann und damit natürlich auch der CO2-Emission, ohne etwas an dem Produkt zu verändern, idealerweise tauscht man es aus und saniert es, dann zeigt das, glaube ich, sehr schön, mit wie wenig Abhängigkeiten und Einsatz wir Digitalisierung für uns sehr effektiv nutzen können. Weil wir natürlich alle erkennen als Gesellschaft, dass wir vor allem auch auf Effizienz setzen müssen und nicht nur auf eine grüne Transformation. Wir haben in diesem Jahr ja in vielen Bereichen die Klimaziele eingehalten, natürlich auch dank Corona, aber nicht nur, da ist auch strukturell was runtergegangen, im Gebäudebereich nicht. Warum ist nichts passiert? Der zuständige Minister, der Bauminister, hat das nicht engagiert genug angegangen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Klimaschutzgesetz haben, weil das Klimaschutzgesetz sagt jetzt, sorry, du hast es nicht erreicht, das war aber eine klare Zielvorgabe, jetzt musst du ein Sofortprogramm machen, lieber Minister, jetzt musst du gucken, dass du im nächsten Jahr das Ziel wieder erreichst. Und dieser Mechanismus, der ist enorm wichtig, weil das gibt jetzt Planungssicherheit. Und es muss investiert werden, da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Fissmann. Das tut die Regierung jetzt, wir geben die richtigen Rahmenbedingungen. Wer im Moment seine alte Ölheizung rausschmeißt, da sagen wir, bezahlen wir was mit dazu, bis zu 45% wird aus Steuergeld dann bezuschusst. Es muss da jetzt die Wende her. Und genau diese Verbindung Anreize, Hilfe, Unterstützung, Förderung und dann aber auch klare Verbote, das ist das, glaube ich, wo wir damit vorankommen. Ich bin ja schon ein bisschen länger im Newsgeschäft unterwegs und ich erinnere mich, dass der Vater dieses Gentleman die damalige Umweltministerin Angela Merkel genervt hat und gesagt hat, da wird zu wenig geredet über die Effizienzen bei Häusern, nur über Strom, nur über Mobilität. Sagen Sie, hat Ihre Vorgängerin da was nicht verstanden oder weswegen ist da so wenig passiert? Nee, man muss einfach sagen, dass der Widerstand auch sehr groß war. Was ich in meinem Klimaschutzgesetz habe, nichts davon, nicht eine einzige Tonne ist mir geschenkt worden, sondern ich musste um alles kämpfen, für jeden Bereich argumentieren, weil es eben sehr viele gibt, die anders als Herr Fissmann sagen, nö, das geht zu schnell, das will ich jetzt noch nicht, können wir das nicht 5 Jahre später machen? Und meine Rolle ist immer zu sagen, nein, es muss jetzt endlich passieren, weil so lange nichts passiert ist. Sie wirken jetzt so nett und freundlich, wenn Sie dann vor Horst Seehofer sitzen. Sind Sie dann auch so oder sind Sie dann eher so? Man, wir wollen gerne wissen, wie Politik funktioniert. Erzählen Sie mal. Wie funktioniert Politik? Das ist ein Austausch von Argumenten. Man brüllt sich jetzt nicht jeden Tag an, das hilft ja auch nicht. Nicht jeden Tag? Nur ab und zu gehen einem auch die Nerven durch, das gehört dazu. Aber das ist ein Austausch von Argumenten und man guckt, wie weit kann ich bei dem anderen gehen. Ihr Vater hat die Umweltministerin Angela Merkel genervt. Sie nerven jetzt als Sohn die Ministerin Schulze. Das würde ich Frau Schulze überlassen, ja, ob das so ist. Aber Sie waren ja Interessen und Sie wollen, dass was passiert. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass es jetzt schneller geht? Dass nicht Ihr Sohn dann irgendwann die nächste Ministerin in 20 Jahren nervt. Ganz offen gesprochen, im Gebäudesektor ist ein sich etablierender Glaube, dass es nur über den grünen Strom zu lösen ist. Ja, also dass der schlafende Riese, ich glaube, das war die originale Formulierung meines Vaters damals und das stimmt halt leider heute noch, dass der schlafende Riese der Gebäudesektor und auch der Prozesswärmebereich, die in Summe für mehr als 50% des Endenergieverbrauchs in Deutschland stehen, dass da einfach wahnsinnig viel Potenzial ist. Gerade der Wärmesektor und gerade die Gebäudetechnik hat ein Innovationszuhause in Deutschland. Das sind wahnsinnig wettbewerbsfähige Unternehmen. Und das Beste, was wir tun können, ist nicht nur die Unternehmen zu fördern, dass sie das auch in die Welt hinaustragen, weil der Klimaschutz wird nicht in Deutschland geleistet, sondern dass auch die Unternehmen in Deutschland ihre Lösungen anwenden können und zur Anwendung bringen können. Also verstehe ich jetzt richtig, reden wir zu viel über Mobilität, alle reden von Autos, alle reden von Verbrennungsmotoren, reden wir zu wenig über Gebäude? Nee, das sehe ich anders. Ich glaube, wir müssen über alles reden. Wir müssen über die Mobilität reden, wir müssen über die Industrie reden und wir müssen über die Gebäude reden und übrigens auch noch über die Landwirtschaft, da wird auch CO2 produziert. Also wir haben nicht mehr die Zeit, diese Debatten nacheinander zu führen, sondern sie müssen jetzt alle in den nächsten 10 Jahren auf den richtigen Pfad gebracht werden. Und ja,
Im Gebäudebereich haben wir einen riesen Nachholbedarf. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur ein bisschen was drehen, nee, sondern Sie wollen eine richtig große Revolution? Na, ich will eine Modernisierung unserer Gesellschaft. Ich will, dass wir weiterhin es warm haben in den Wohnungen und gemütlich. Aber das soll CO2-frei passieren. Und das geht. Die Techniken dafür, die haben wir alle. Die Lösungen sind auf dem Tisch. Es muss jetzt aber schneller gehen, diese Lösungen auch wirklich in die Häuser zu bekommen. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass die Sanierungsraten, ja, die wir erreichen müssen, also das heißt die Anzahl der Gebäude, die pro Jahr energetisch ertüchtigt werden, die muss signifikant steigen. Die kann aber nur begrenzt steigen, weil wir gar nicht genug Handwerkskapazitäten haben. Und wenn ich den Bogen spannen darf zu den Innovationen, die wir hier in Deutschland hervorbringen. Deutschland ist ein Wasserstoffland. Ja, wir haben wahnsinnig viele tolle Innovationen im Wasserstoffbereich, auch tolle Innovationen im Wärmebereich. Auf der anderen Seite haben wir tolle Innovationen im digitalen Bereich. Nutzen wir diese Potenziale? Ja, leider noch nicht. Sind wir nicht technologieoffen genug, wollen Sie mir das sagen? Nee, ich glaube, die Offenheit, also wir als Gesellschaft würde ich sagen, wir sind technologieoffen genug. Vielleicht der ein oder andere Teil im politischen Rahmen kann sich vielleicht noch mehr vor Augen führen, dass es nicht die Simplifizierung, sondern die Diversität der Lösungen ist. Sie sind so vornehm, reden Sie doch Deutsch mit mir. Also nervt es Sie, was die Politik macht? Ich bin selten genervt. Also, ich stelle mich den Herausforderungen. Ja, ja. Wenn wir einen Rahmen setzen und der muss langfristig gesetzt sein, dann muss er den Bürgern die Möglichkeit geben, dass sie dort Investitionen treffen, die zukunftssicher sind, ja, und die nicht einer jährlichen Volatilität unterworfen sind, also täglich oder jährlich neuen Entscheidungen. Und auf der anderen Seite müssen wir es schaffen, dass wir die Technologien auch zum Einsatz bringen. Sind Sie auch ein Wasserstofffan? Ja, ich bin Wasserstofffan. Meine Sorge ist, dass wir noch nicht genug haben von dem Wasserstoff. Also im Moment ist es so, dass wir erstmal Kapazität aufbauen müssen, um Wasserstoff zu produzieren. Das machen wir jetzt mit staatlicher Unterstützung, weil es privat im Moment noch nicht passiert. Dann müssen Sie eigentlich zufrieden sein jetzt. Ja, aber der Wasserstoff, wir haben so wenig. Ich finde, er muss zuerst dort eingesetzt werden, wo es keine Alternativen gibt. Das wäre wo? Das ist die Stahlindustrie, die Chemieindustrie. Die hat nur Wasserstoff oder wir müssen sie zumachen. Mhm. Bei der Wärme haben wir noch andere Alternativen. Es wird immer davon gesprochen, dass Wasserstoff so knapp ist. Ja, und das ist er auch aktuell. Ja. Aber um Investitionen in Wasserstoff zu tätigen, brauche ich eine gesicherte Nachfrage. Das heißt, ich brauche Anwendungsgebiete, in denen Wasserstoff nachgefragt werden kann. Und wenn man jetzt ganz simpel darüber nachdenkt, beispielsweise im Wärmesektor, kann man heute schon bis zu 10% Wasserstoff beimischen. Das heißt, dort ist eine große, garantierte Nachfrage, die auch die Investitionen sicherer macht. Jetzt gibt es sehr unterschiedliche politische Meinungen und ich will die gar nicht bewerten oder interpretieren, die sagen, nein, dieser Wasserstoff, der so rar ist, der muss zugeteilt werden auf Sektoren, weil er sonst nicht zur Verfügung steht. Okay, das heißt aber konkret jetzt, Sie wollen, dass sozusagen nicht begrenzt wird, wie Frau Schulze gerade sagte, also für Chemie oder sondern dass für alle Wasserstoff. Genau, ich glaube, was wir einfach uns vor Augen führen müssen, Deutschland ist ein Energieimportland. Ja, wir importieren fast 80% unseres Primärenergieverbrauchs. Uns muss einfach bewusst sein, wir werden es auch nicht innerhalb Deutschlands lösen können durch noch so viel Windkraft wie auch Solarenergie, sondern wir müssen, und das macht die Bundesregierung ja auch, wir müssen eine internationale Energiestrategie haben, wo wir den Strom beziehen. Okay, lass uns oder den grünen Wasserstoff. Genau. Aber ich will auch gar keinen Wasserstoff zuteilen. Meine Sorge ist nur, dass wir möglichst effizient mit dem Wasserstoff umgehen, den wir nächste Zeit erstmal haben, weil es gibt bis jetzt keine Schiffe, keine Transportleitung, nichts, was uns Wasserstoff liefert. Das heißt, diese Infrastruktur aufzubauen, das muss uns jetzt gelingen. So, und das ist jetzt der erste Schritt. Wie das in der Zukunft in 10 Jahren aussieht, kann im Moment keiner sagen. Man braucht Strukturen. Also Infrastruktur, Sie sprachen im Zug von Wasserstoff. Also neben Wasserstoffleitungen, da können wir schon auf bestehende auch zurückgreifen, aber davon brauchen wir mehr und an den richtigen Stellen. Wir sind nicht bei Null, das ist klar. Strom, genau, das ist der Unterschied zum Strom. Genau, beim Strom brauchen wir auch noch mehr Leitungen. Da muss der Ausbau schneller gehen, weil im Süden Deutschlands leider kaum erneuerbare Energie hergestellt wird. Sie verlassen sich zurzeit darauf, dass das woanders herkommt. Das ist nicht sehr klug, finde ich. Und das Dritte, was man braucht, ist... Wollen Sie mir sagen, der Herr Söder ist doof? Nein. Ich habe gesagt, ich finde, er ist in dem Bereich ein Leichtmatrose, weil er das einfach nicht sieht. Aber doof habe ich nicht gesagt. Also, das würde ich auch nicht tun. Ist er nicht. Und das Dritte, was wir brauchen, ist, wir brauchen schnelles Internet an jeder Milchkanne. Und zwar wörtlich, weil auch in der Landwirtschaft
brauchen wir schnellere Netze, bessere digitale Anbindung. Man kann heute so sinnvolle Dinge über Digitalisierung tun. Wir das heißt 5G aber an jeder Milchkanne? Ja, das würde 5G verbraucht zum Beispiel deutlich weniger Energie. Man kann helfen, Wälder nachhaltig aufzubauen, indem man eben genauer sieht, also wie wachsen Bäume, wo brauchen sie Unterstützung. Man kann zielgerichteter düngen, man kann besser Wassermanagement machen, weil das alles heute sich digital messen und steuern lässt, aber wir müssen es organisieren. Sie leben in Nordhessen, Sie leben nicht in der Großstadt. Hier in Berlin gibt es ja alles, hier gibt es nur keine Milchkannen. Also wie ist das sozusagen Stadt-Land-Gefälle? Träumen Sie von 5G? Ja, ich glaube, ich fange jetzt nicht an, über die Anzahl der Funklöcher in unserer Umgebung zu sprechen. Das würde, glaube ich, zu weit führen. Wir investieren pro Jahr als Unternehmen selber, obwohl wir viel Steuern zahlen, über 3 Millionen Euro in eine bessere Internetverbindung an unseren Standorten. Ja, also wir machen das, obwohl wir eigentlich einen Zugang zu der Infrastruktur, ich sag mal, erwarten könnten. Aber das hilft uns ja nicht, weil wir müssen ein wettbewerbsfähiges Unternehmen sein. Und gerade auch in Zeiten von Corona hat sich das auch mal mehr gezeigt, dass das gute Investitionen waren. Wir haben ja die Bundesregierung gerade da. Sie müssen jetzt eine Forderung stellen. Sie müssen jetzt sagen, Mensch, Frau Schulze, ich will was. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt nicht anfangen, über Internetleitungen zu sprechen, sondern da hätte ich, glaube ich, eher den Fokus darauf gelegt, was hilft eigentlich den nachkommenden Generationen am meisten. Und damit sind wir dann bei der Förderung von Innovationen, damit sind wir dann bei der Anwendung von grünen Energien in den richtigen Bereichen. Ist eigentlich Digitalisierung nur gut? Also wir sind hier alle Fans von Digitalisierung, wir finden es super, wir lieben es, deswegen ist unsere Show dem auch verschrieben. Eigentlich ist doch eine tolle Sache, Digitalisierung. Da ist doch eigentlich nichts, was auch eine Umweltministerin schlecht finden könnte. Naja, doch. Also es könnte auch eine negative Seite haben, wenn es einfach nur zu mehr Stromverbrauch führt und wir aber nicht auf der anderen Seite damit auch die Effizienzen heben, die möglich sind, dann kann das auch ein Problem werden. Dann ist es Brandbeschleuniger. Man sieht es ja, was wir jetzt in der Corona-Pandemie, wie die Netzknoten praktisch überlastet wurden, wie viel Strom da gebraucht wurde. Es ist nicht automatisch gut oder böse, sondern man muss wirklich da was dran tun, dass es eben nicht nur einen höheren Energieverbrauch gibt. Wer müsste was tun? Das muss Regulierung auch hinkriegen, beziehungsweise Bildung. Also ich habe es mit jungen Programmiererinnen und Programmierern diskutiert. Wenn man heute ein Programm programmiert, dann machen sich die wenigsten Gedanken über den Energieverbrauch, sondern man versucht, die beste Bildschirmqualität hinzukriegen. Auf so einem kleinen Smartphone kann ich das aber gar nicht sehen. Also da würde es reichen, eine niedrigere Qualität zu schicken und dafür Energie zu sparen. Wer sollte so eine Regulierung machen? Am Ende des Tages ist entscheidend für eine breite Akzeptanz, dass man die Menschen hinter einen gemeinsamen Sinn, hinter einen gemeinsamen Zweck bringt. Und das gilt natürlich auch in Unternehmen so, in Organisationen. Es gibt eine sehr breite, Englisch würde man sagen, Purpose-Diskussion. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich glaube nicht, dass die Politik beantwortet hat, wo wollen wir eigentlich hin? Ja? Und warum tun wir das eigentlich, was wir tun? Und das ist für eine gesellschaftliche Bewegung total entscheidend. Sie wollen mir sagen, die Politik weiß nicht, wo sie hin will? Nee, ich will Ihnen sagen, sie hat nicht begründet, warum wir die Dinge tun. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig. Wie mobilisiere ich eine Bevölkerung dafür, indem ich ihnen zeige, what's in for me? Ja? Also wie weit werde ich oder die nachkommende Generation davon profitieren? Machen wir einen Realitätscheck. Frau Schulze, wissen Sie nicht, wo Sie hinwollen? Doch, natürlich weiß ich das ganz genau. Und ich habe jetzt über ein Jahr, fast 2 Jahre mit ganz vielen Menschen genau darüber diskutiert. Wir hatten eine Kampagne, leider komplett digital, unter dem Motto, wir schafft Wunder. Weil mir geht es jedenfalls so, ich brauche positive Zukunftsbilder. Ich muss wissen, wo es hingeht. Ja? Wie sieht die Stadt der Zukunft eigentlich aus mit Elektroautos und intelligent organisierter Mobilität? Was geht im Energiebereich eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, wenn überall Windkraftanlagen sind? Wie werden Landschaften aussehen? Dieses Diskutieren über die Zukunft, zeigen, wo es lang geht, die positiven Bilder malen, da müssen sich einfach auch viele dran beteiligen, damit es durchdringt. Sowas, das geht heute nicht mehr wie früher, dass die Regierung was sagt und alle kriegen es mit, sondern sozusagen. Das waren Zeiten, ja? Ich habe die nicht erlebt, ich weiß nicht, wie das war, aber solche Diskussionen müssen eben auch weitergetragen werden, müssen geführt werden, damit es mehr Leute mitkriegen. Das ist, glaube ich, genau die Brücke, die man bauen muss. Es gibt Dinge, die muss man top-down entscheiden, aber es gibt Dinge, die muss es den Menschen ermöglichen,
mitzugestalten. Aber trotzdem, sowas wie Digitalisierung, werden viele Entscheidungen getroffen, wenn alles grüner wird, also da müssen irgendwelche Propeller im Land stehen, viele mögen das nicht, da müssen Stromleitungen, wir kennen die ganzen Problematiken. Das heißt, ist das eine Sache, die dann eher top-down passieren soll? Wir müssen CO2 reduzieren. Das ist unsere Verantwortung für die nächsten Generationen. Dafür muss der Staat den richtigen Rahmen setzen, so wie wir es jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem Maßnahmenpaket tun. Aber dann müssen wir gleichzeitig auch Begeisterung empfachen für die, die mitmachen. Ich glaube, das ist das Zentrale, Spaß daran zu haben. Ja? Darüber reden wir viel zu wenig, das stimmt schon. Hat der Spaß Sie erreicht? Oder hört er manchmal auf? Ja, ist eher unklar. Ich würde es ein bisschen präzisieren. Ich glaube, der Rahmen, und das heben Sie ja auch immer sehr stark hervor, ist auf der einen Seite ein gut gestalteter CO2-Preismechanismus und ist auf der anderen Seite eine klare und gute Anreizstruktur für Investitionen. Mhm. Und das kann in Unternehmen und muss in Unternehmen auf der Forschungs- und Entwicklungsseite sein. Mhm. Das muss aber genauso auch für den Konsumenten sein, dort bereit zu sein, etwas zu investieren. Und ich glaube, den Rahmen, den gilt es weiter zu präzisieren. Okay. Aber wenn es Spaß macht, dann begeistern sich die Menschen auch dafür. Kann der Staat das eigentlich bei Digitalisierung? Die meisten denken doch, naja, es machen doch die Jungs im Silicon Valley oder die Mädels, die Partys da gibt. Können wir als kleine deutsche Regierung da überhaupt bei den großen Digitalen mitspielen? In der europäischen Gemeinschaft können wir viel gemeinsam machen. Also ich würde es gar nicht nur auf Deutschland beziehen, aber in der EU. Wir sehen doch im Moment zwei verschiedene globale Modelle. Wir haben das, ich sag mal, chinesische Modell, der Staat kontrolliert alles und überwacht auch alles, ja. Und wir haben das amerikanische Modell. Ein paar Unternehmen kontrollieren alles, überwachen alles und haben alle Daten. Wir haben die Chance, eine demokratische Alternative zu sein. Nämlich jeder hat Recht auf seine Daten, hat Datenschutz, hat auch Sicherheit, dass seine Daten sozusagen bei sich bleiben, hat den richtigen Rahmen dafür. Und trotzdem geht es voran und man unterstützt die kleinen Innovativen und wir machen Digitalisierung zu einem Gewinn für unser Leben. Und ich glaube schon, dass wir in Europa da eine Chance haben, einen Weg zwischen diesen beiden Modellen für uns zu finden. Muss aber wirklich dann europäisch gemacht werden. Ich habe es gesehen beim Handy. Wir wollen, dass Handys reparierbar sind. Finden die großen amerikanischen Konzerne lustig, wenn ich als Deutsche da komme. Aber wenn wir europäisch ein Recht auf Reparatur verankern, dann überlegen die sich das dreimal, ob sie den europäischen Markt verlieren wollen. Bis jetzt klangen Sie immer so, Sie mögen es nicht so, wenn der Staat zu viel reguliert. Aber jetzt müsste doch eigentlich dafür sein, was, wenn der Staat ist, was Sie müsste jetzt eigentlich überzeugen und sagen, ja, das ist es. Also ich bin, Frau Schuss, ich bin total bei Ihnen. Wir haben jetzt die Chance, das zu tun. Ich will den Brückenschlag schaffen zwischen Digitalisierung und der Energiewende. Ich glaube, gerade in dieser Schnittmenge aus diesen beiden Themen, da sind so viele Kompetenzen, die zusammenkommen. Auf der einen Seite die jungen, tollen Unternehmen, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und auf der anderen Seite sehr traditionelle, aber starke Innovationsführer. Und denen müssen wir es ermöglichen, dass sie in der Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. So, aber der Rahmen, den wir in Deutschland und in Europa setzen, der fördert doch auch Innovation. Dass wir in der ganzen Branche, die Green Tech heißt, also grüne Technologien, alles, was mit Speichertechnik, Energietechnik, Filtertechnik zu tun hat, dass wir da Weltmarktführer sind, dass wir so gut dastehen, hat was damit zu tun, dass es in Deutschland klare Rahmenbedingungen gibt und dadurch auch solche Innovationen angereizt werden. Kann man einen Punkt machen, damit er direkt auf eingehen kann. Also die Solargeschichten damals, da waren Sie noch ein Kind wahrscheinlich, aber da auf einmal gab es dieses neue Gesetz. Auf einmal haben alle investiert, auf einmal hatte jeder ein Solarpanel. Das war richtig, richtig toll. Was ich daran schlecht finde, ist das Ergebnis. Wo ist die Wertschöpfung für den Solarstrom genau, heute? Das ist schlecht gelaufen. Ja, aber das ist doch das Entscheidende, Frau Schulze. Also was bringt uns das, wenn wir einen Beitrag leisten? Also wir haben eine starke Industrie gehabt, nicht nur im Solarstrom, auch im Bioenergiebereich. Wir haben eine starke Industrie gehabt und wir haben durch eine regulatorische, in Anführungsstrichen, Fehlentscheidung, ja, also in der Konsequenz Fehlentscheidung, dazu geführt, dass eine Hightech-Zukunftsindustrie in Europa, in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig war. Was hätte man besser machen können? Es waren ein paar Jahre schon her, aber was hätte man besser machen? Sich vor Augen führt, wie bleibt und entsteht eigentlich Wertschöpfung innerhalb Deutschlands. Und deswegen sage ich, Riesenchance. Ist ja wichtig, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann. Aber ohne das Erneuerbare Energiengesetz wäre erneuerbare Energie heute weltweit so nicht verfügbar. Also wir könnten gar nicht darüber reden, ob wir umstellen in Deutschland komplett auf erneuerbare Energien, wenn wir das damals nicht vorangebracht hätten. Wir sind diejenigen, die innovativen Unternehmen da haben, weil es hier einen klaren Rahmen gibt. Und deswegen also ich bin froh, dass es, ich habe übrigens viel Kontakt dazu der Start-up-Szene, dass es da so viel gibt und dass da gerade so viel entsteht, weil das sind doch die Techniken, die wir wollen. Ich will, dass es nachhaltig produziert werden kann. Ich will, dass nachhaltige Techniken da sind. Und deswegen
glaube ich, dass da der, oder sagen wir so, da ist der, die Regulierung und der Rahmen genau das, was die Innovationen auch hervorbringt. Die Corona-Krise hat uns ja gelehrt, manchmal müssen Veränderungen sehr schnell sein, weil es nicht anders geht. Eine Lehre daraus, ja, wir müssen ein bisschen mutiger sein. Wo müssten Sie mutiger sein? Also als Umweltministerin, als Verantwortliche für Klimaschutz, ist mutig sein, andere Nerven immer wieder nach vorne treiben, eigentlich mein tägliches Brot. Was mir fehlt, ist Geduld. Vielleicht müsste ich eher an der anderen Seite arbeiten, dann auch mal geduldiger zu sein. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Wo müssten Sie mutiger sein? Was ist Ihre Lehre aus Corona? Ja, ich glaube, jeder von uns ist sich seiner Verantwortung für die Mitmenschen noch klarer geworden. Ja, weil ich dadurch, dass ich unvorsichtig bin, kann ich anderen Schaden zufügen. Und das ist ja auch eine Analogie zum Klimaschutz. Wenn ich keinen Beitrag leiste, wird sich nichts verändern. Und ich glaube, dass der Mut, andere dafür zu begeistern, ja, voranzugehen, der kennt wenig Grenzen. Frau Ministerin, im Ausland lacht man sich über uns tot, so wie wir die Energiewende machen. Sind wir eine angezählte Volkswirtschaft? Was soll ich meinen Kindern sagen? Was sagen Sie, Herrn Vater aus München? Also erstmal sage ich, Herrn Vater, danke für die Frage. Aber wie wir es organisieren jetzt? Ja, man kann im Nachhinein immer sagen, hätte man vor 20 Jahren noch mal anders organisieren können. Aber dass wir so viel erneuerbare Energien heute haben, dass wir Tage haben, wo das schon die Hauptenergieform ist, das ist eine Leistung, die wir als Gesellschaft gebracht haben. Wir steigen jetzt aus Kohle, wir steigen aus Atomenergie und wir werden unser Land komplett mit erneuerbaren Energien versorgen und das den Wohlstand dabei halten. Und das kann sich wirklich sehen lassen und darauf kann man stolz sein. Wollen Sie dazu auch? Ja, ich glaube, wir haben einfach unfaire Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern. Ja? Also wenn Sie sich den Anteil von wasserbasiertem Strom in Skandinavien zum Beispiel anschauen, ja, da gibt es einfach gewisse Dinge, die müssen wir kompensieren und da brauchen wir kluge Lösungen für. Und da kann man dann nur dafür sein. Ja? Mir kommt die Energiewende zu schüchtern vor. Ich glaube, Sie haben alle nur Angst vor Gelbwesten in Deutschland sowie in Frankreich, wenn Energie seiner Verschmutzung entsprechend besteuert würde. Haben Sie Angst vor Gelbwesten? Naja, Gelbwesten heißt ja, dass man Teile der Gesellschaft abhängt. Und das will ich nicht. Ich will, dass wir das in einer Demokratie hier gemeinsam hinbekommen. Weil ohne dass Klimaschutz sozial ist, wird er nicht funktionieren. Und deswegen, ich habe keine Angst vor den Veränderungen, aber man muss schon auch dafür sorgen, dass da alle mitmachen können. Uns muss halt klar sein, dass im Unterschied zur Mobilität das Heizen nicht so richtig optional ist. Ja. Ja? Mhm. So, und uns muss dann auch klar sein, losgelöst von der genauen Ausgestaltung des Vermieter-Mieter-Modells, dass auch diejenigen, die Eigentum haben und zum niedrigeren Einkommen gehören, dass die überproportional belastet werden durch einen CO2-Preis. Meistens reicht es nicht, eine Lösung zu haben, sondern man braucht eine Diversität an Lösungen. Brauchen wir nicht einfach andere Vorschriften, dass zum Beispiel alles nur noch smart ist, also alle Technologien? Ich würde mir wünschen, dass das ein Standard wird. Das wäre nicht zu unserem Nachteil. Aber auch da hat man eine industrielle Verantwortung und muss mehrere Unternehmen mitnehmen und nicht nur einen einzelnen. Ich glaube, das, was sich digitalisieren lässt, das wird jetzt auch digitalisiert, weil es einfach die bessere Alternative ist. Wofür wir sorgen müssen, ist, dass das auch sicher ist, dass das wirklich funktioniert, dass überall Netz ist, dass die Cloud-Lösungen so sind, dass die Daten dort wirklich auch geschützt liegen. Ja? Und das ist die Verantwortung, die dann der politische Rahmen sozusagen hat. Und das ist das, was wir in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa jetzt tun. Dem Planeten geht es schlecht. Ich verstehe nicht, warum wir im Schneckentempo vorangehen. Müsste die Bundesregierung bei dieser Bedrohung nicht andere Seiten aufziehen und Dinge einfach befehlen? Es ist doch ein Notstand. Naja, wir kommen ja voran. Es wird immer so getan, als wäre noch nichts passiert. Aber wir haben schon über 40% des CO2s eingespart. Aber die letzten Meter, die sind immer die schwierigsten. So, und deswegen müssen wir jetzt schneller werden. Aber es muss auch so sein, dass wir den Wohlstand in unserer Gesellschaft erhalten. Also wir wollen ja nicht sowas wie so einen Dauer-Lockdown haben. Ja? So kann man auf Dauer nicht leben. Und deswegen, dass so eine Veränderung in der Gesellschaft hinzukriegen, die so umfassend ist wie das, was wir jetzt vor uns haben, das geht leider nicht von heute auf morgen, auch wenn ich es gerne schneller hätte. Bräuchte es mehr Vorgaben von oben nach unten? Also klare Befehle, ihr macht. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, ne? Weil der Notstand ist halt nicht
in Deutschland, ja, sondern das, was wir an CO2 emittieren, wirkt sich vor allem global an ganz anderen Stellen aus, bei Menschen, die viel weniger dagegen tun können. Also brauchte es diese Erkenntnis des Notstands, ja, aber vor allem auf einer globalen Konsensebene. Und das, was wir jetzt sehen an Entwicklung weltweit, dass immer mehr Regierungen sich zu immer ambitionierteren Zielen committen, ist eine, glaube ich, sehr positive Entwicklung. Aber um ein wirklich ausgewogenes Verhältnis zu haben und auch Ländern keine Wettbewerbsnachteile einzubrocken, brauchen wir nach vorne gerichtet ein gemeinsames Verständnis dafür, wie man vorangehen will. Wir müssen auch denen helfen, die sich nicht selber helfen können, die wenig Geld haben, die wenig Möglichkeiten haben, Schwellen- und Entwicklungsländer. Deutschland ist einer der größten Geldgeber für die internationale Klimafinanzierung. Aber das reicht nicht, da müssen noch ein paar folgen. Ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur, dass wir über quantitative Ziele sprechen und uns austauschen international, sondern dass wir uns auch zu den Maßnahmen verständigen. Deswegen hat Olaf Scholz jetzt ja vorgeschlagen, einen Klimaclub zu machen. Also nicht darauf zu warten, dass man sich mit allen einigt, weil das ja auch immer mühsam ist, sondern mit denen voranzugehen, die gemeinsam was wollen, die gemeinsam CO2 reduzieren wollen, damit man einfach mit mehreren sozusagen vorne dabei ist und die anderen dann auch mitzieht.